Hallo, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, denn ich habe ganz schön viel aufgebraucht diesen Sommer und das zeige ich euch jetzt. Los geht's! Das, was ich euch jetzt zeige, ist mir zugeschickt worden. Aber ihr wisst ja, ich mache jetzt schon ein bisschen länger YouTube und ich bekomme Kooperationsanfragen, wo ich immer nicht so Lust drauf habe. Also es ist selten was dabei, wo ich denke, ja, vielleicht, aber dann ist das ja so. Ich bekomme dafür auch kein Geld, dass ich euch das jetzt zeige. Mir wurde lediglich das Produkt zugeschickt. So. Und wenn ich das jetzt nichts finden würde, dann würde ich euch das auch erzählen. Aber das ist richtig tolle Pflege. Und zwar ist das eine Creme. Sieht erstmal total unspektakulär aus. Von Lutex Skin. Und das ist eine Sanddorn-Gesichtscreme. Ich nehme die auch gerade, weil ich sie liebe. Also die ist jetzt leer. Und die ist steril hier drin abgefüllt, dass ihr die wirklich ohne, hier ist drauf, ohne. Also ich finde ja immer so interessant, was nicht in diesen Cremes drin ist, weil ihr habt so viel Schrott in den ganzen Cremes. Die ist ohne Konservierungsmittel, ohne Alkohol, ohne Duftstoff und die riecht so gut. Mit hautähnlichen Lipiden und einem hautfreundlichen pH-Wert und sie ist vegan. Und das ist echt ein Schätzchen und ich werde mir die definitiv nachkaufen. Die kostet, ich muss nachgucken. Ich werde dazu auch ein extra Video machen. Ich zeige die euch jetzt nur kurz, weil die jetzt, wie gesagt, in den Müll wandert und die richtig toll ist. Ich weiß, mir gucken Frauen zu, die schwanger sind, die hormonelle Schwankungen haben, die Unreinheiten haben. Leute, ich benutze diese Creme und die ist einfach toll. Also ich kann es nicht anders sagen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt auch am Sommer lag, dass es mir so gut damit geht. Aber meine Haut ist schön, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade, weil ich gesagt habe, hormonelle Probleme habt, also das heißt, ihr bekommt jetzt ein Baby, richtet euch darauf ein, dass ihr nach der Geburt, also so war das bei mir, bei beiden Schwangerschaften, extrem trockene, empfindliche Haut habt. Ihr könnt wahrscheinlich nicht mehr die Creme benutzen, die ihr immer nehmt, also sowas bei mir. Und dann war ich immer ganz verzweifelt nach einer guten Naturkosmetik. Bingo. Es ist kein günstiger Spaß, es sind jetzt 30 ml. Und die kostet jetzt 20, 30 Euro. Ich muss nachgucken. Das werde ich euch dann auch nochmal alles verlinken. Und das wird auch in Deutschland hergestellt. Also das ist Made in Germany. Und die Firma sitzt in Bad Segeberg, also auch im Norden. Falls ihr eine Naturkosmetik sucht, dann schaut euch die unbedingt an. Ihr könnt auch im Internet nachlesen. Ich habe, glaube ich, gefunden, kennt ihr noch diesen Jean Pütz? Dieser ältere Herr, der immer diesen verrückten Schnauzer hatte, der immer so früher so, war das nicht die Knopf-Hoff-Show? Das fällt mir jetzt gerade hier so ein, während ich hier so erzähle. In der Knopf-Hoff-Show, genau. Und der hat auch irgendwie diese Creme oder diese Produkte von Lutex Skin, ich glaube, der verkauft die auf seiner Webseite. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Kann auch sein, ich erzähle euch gerade hier Quatsch. Aber sie ist toll. So. Jetzt kommen wir zu den nächsten Sachen. Was habe ich denn hier alles leer gemacht? Also, was leer gegangen ist und ich mir natürlich auch schon wieder nachgekauft habe, ist meine 1,95 Euro oder so, 1 Euro noch was, Wimperntusche vom Aldi. Das ist diese Bio-Cura im Süden. Bei Aldi Süd heißt die, glaube ich, Cura, also ähnlich, ne? Und das ist einfach, ich benutze die wirklich jeden Tag. Sie sieht jetzt auch schon ganz schön aus. Die hat so ein dickes Bürstchen. Und ich benutze die immer als erste Schicht. Also meine erste Schicht ist immer diese Aldi-Mascara und da brennt nichts, da bröselt nichts. Die wird in Deutschland hergestellt, made in Germany. Das ist eine riesen 9 ml Verpackung und ich finde sie richtig gut. Habe sie jetzt schon wieder und die andere Aldi-Mascara, die ich auch gekauft hatte, die habe ich euch in meinem Aldi-Haul noch im Garten gezeigt. Die ist auch genial. Diese beiden Aldi, also erst die und dann die andere, bekommt ihr ein mega Ergebnis. So, dann habe ich leer gemacht für die Augenbrauen mein Eyebrow Styling Gel. Ja, das benutze ich echt irgendwie sehr viel und das ist jetzt so richtig trocken. Also das gibt echt nichts mehr ab und das ist halt so schön, weil es so ein kleines Bürstchen hat, ne? Also da habt ihr so ein ganz feines Bürstchen und das nehme ich jetzt schon jahrelang. Also diese, nicht diese Packung, aber das Produkt kaufe es mir immer wieder nach und finde ich ziemlich gut. Wundert euch übrigens nicht, wenn hier manchmal das Licht sich verändert, aber wir haben Wolken und Sonne, deshalb bin ich manchmal sehr hell und dann wieder, so wie jetzt, etwas dunkler. Dann habe ich leer gemacht diese wundervollen, geliebten Manhattan Lip Liner, nicht Eyeliner, Lip Liner. Und da habe ich immer einen in diesem schönen Rot, den ich auch heute wieder drauf habe, habe ich schon wieder im Schrank liegen,
in der 45M. Ja, das sind die hier und die sind einfach toll. Ich liebe die wirklich richtig doll. Die lassen sich auftragen wie Butter. Es gibt ganz schöne Farben, auch ganz schöne Nude-Töne und das Zeug hält stundenlang. Also ich habe mir gestern Morgen einen aufgetragen, bevor ich hier das Haus verlassen habe mit meinem Sohn. Und als ich zurückkam, Nachmittag, und da habe ich aber mittlerweile schon Kaffee getrunken und Kuchen gegessen, da war immer noch der Lip Liner drauf. Der hält richtig gut. Ihr könnt auch die ganze Lippe damit ausmalen. Die sind klasse. Dann habe ich euch schon gezeigt und jetzt leider leer gemacht von Eucerin. Und die werde ich mir nachkaufen, weil ich sie richtig klasse finde. Das war eine kleine Reisegröße mit Urea Plus, also mit 10% Urea. Das ist eine Fußcreme. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es gerade so, gerade in meinen Birkenstockschuhen werden meine Füße, wenn ich dann da abends so am Bett lagen bin, finde ich das nicht angenehm. Also dann waren die so rau. Seit ich das da benutzt habe, nicht mehr. Also ihr könnt ein bisschen eure Füße feilen, macht eine schöne Fußcreme drauf, am besten eine hier mit Urea, die gibt es in der Apotheke oder wahrscheinlich auch online und die Füße werden wieder ganz weich und zart. Also tolles Produkt. Dann, wer mich kennt, der weiß, dass ich das richtig gut finde. Und zwar sind das diese kleinen von Essence. Man sieht halt jetzt nichts mehr. Da sind so kleine Lidschatten. Das ist jetzt die Farbe 09, Chili Vanilli. Und das ist ein ganz schöner Ton. Damit, den habe ich auch heute wieder benutzt, weil ich natürlich schon wieder zwei Backups im Schrank stehen habe. Weil einen gab es im Angebot bei Rossmann. Musste ich natürlich zuschlagen und den anderen hatte ich noch. Den benutze ich wirklich so als Base fürs Auge. Also wenn ihr euch ein schönes Augen-Make-up macht, ich habe das heute ja auch gemacht und dann trage ich mir den so richtig schön. Das ist ein richtiges, schönes, sattes Puder und deckt so richtig schön ab. Und danach könnt ihr dann wie auf so einer weißen Leinwand euer Augen-Make-up auftragen. Und dafür finde ich den richtig toll und sehr günstig. Dann, um bei den Augen zu bleiben. Ich habe ja wirklich Augenringe. Also ich habe keine Augenschatten, ich habe jetzt nicht so dunkle. Manche Frauen haben ja wirklich so richtig dunkel. Dafür habe ich manchmal so richtige krasse Augenringe. Das hat natürlich bei mir was mit meinem Schlafmangel zu tun. Und dann war die Hitze und dann habe ich die Kleine und dann bin ich nachts irgendwie 20 Mal wach. Und dann habe ich echt manchmal so richtig krasse Augenringe. Und dagegen hilft das Zeug richtig toll. Also das sind diese Balea, das sind diese Pads mit Q10 und die legt ihr euch auf, könnt die 20 Minuten drauf lassen und der zaubert das wirklich weg. Also wenn ihr die Zeit habt und ihr habt einen Termin und ihr wollt irgendwie toll aussehen und ihr habt vielleicht auch diese Augenringe, dann probiert die Teile aus, die sind sehr gut. Dann, was ich auch toll finde und mir wirklich geholfen hat, sind, ich weiß, zum Thema Nahrungsergänzungsmittel wird es auch nochmal ein Video geben, separat. Ich weiß, es gibt Frauen, die haben ihre Nahrungsergänzungsmittel. Das ist auch völlig in Ordnung. Ihr nehmt das, was euch gut tut. Ihr wisst ja eure ganze Geschichte. Also ihr habt das vielleicht mit eurem Arzt besprochen. Ich möchte euch hier nichts irgendwie erzählen, was ihr einnehmen müsst. Ich spreche hier nur für mich und vielleicht eine Inspiration für manche Frauen, die so ähnlich ticken. Wenn ihr eure Nahrungsergänzung kauft, dann könnt ihr die ganz teuer kaufen. Da müsst ihr gucken, informiert euch da gut. Und ich habe aber auch jetzt die Erfahrung gemacht, dass auch die günstigen Produkte, das ist nämlich das hier von Rossmann, das sind diese Schmelztabletten, die sind richtig hoch dosiert mit Vitamin B12, mir richtig gut tun im Moment. Ich habe diese Packung leer gemacht und die nächste benutze ich schon. Ich nehme die früh auf nüchternen Magen eine ein und ich habe wirklich das Gefühl, ich bekomme danach Energie. Ich kann es mir nicht erklären, warum, keine Ahnung, aber mir tun die Dinger gut. Und ich habe das so richtig gespürt, nachdem ich sie so ungefähr 3 Wochen genommen habe. Also ihr müsst sie schon eine Zeit lang einnehmen, probiert es mal aus. Die sind nicht sehr teuer, gibt es bei Rossmann und gerade wenn ihr jetzt so wie ich viel im Stress seid, ihr habt kleine Kinder und die halten euch auf Trab. Oder ihr seid älter und dann ist ja auch der Nährstoffbedarf wieder anders. Schaut euch die mal an. Dann zeige ich euch noch kurz, da erkennt man jetzt nicht sehr viel, deshalb nur ganz kurz. Es gibt von Merz diese Augenmaske und die ist jetzt mit Hyaluron und Gurkenextrakt und die reduziert auch Augenfältchen und Schwellungen und Augenringe. Ja, also meine Schwellungen nimmt die nicht weg, also diese Schwellung oder Augenringe macht sie nicht weg, aber sie versorgt die Haut echt schön mit Pflege. Also bei mir ist es ja manchmal so, dass ich so eine unreine Haut hier unten habe, monatlich, und dann benutze ich eine Heilerde-Maske, ganz einfach, Ton-Heilerde ist das ja, die rühre ich mit Wasser an, patsche die mir dann hier unten rein und in der Zeit habe ich aber das Gefühl, hier oben fehlt mir was.
Und da ist das dann schön. Dann kann man sich das so schön aufs Auge geben, tupft das dann mit einem Kosmetiktuch einfach den Rest ab und dann habt ihr echt eine schöne gepflegte Augenpartie. Also es ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, ja, unbedingt kaufen. Das ist eine schöne Maske, aber wie gesagt, für meine Augen und meine Augenfalten hilft eigentlich nur meine Shiseido Augencreme. So, habe ich euch schon tausendmal erzählt. Dann, was ich leer gemacht habe, was ich euch in einem anderen Video vorgestellt habe, sind von Douglas diese Home Spa Produkte. Und das Parfüm ist der Hammer. Also ich liebe das, ich sprühe das, ich habe es auch jetzt wieder dran. Ich liebe, liebe, liebe das. Das ist mein Sommerduft 2018. Das ist für mich Strand, das ist für mich Urlaub. Das ist was ganz Tolles. Das war auch das einzige Parfüm, was ich mit hatte, jetzt überall. Und dazu gab es auch diese Body Cream, Body Lotion. Und die, muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so den Hit. Die hat tatsächlich sowas, ja, also die hat nicht so den Duft wie dieses, wie diese Duftflasche, wie der Flakon. Das ist eine Bodycreme und ja, die ist okay, aber ich würde sie mir jetzt nicht einzeln nachkaufen. Aber mein Parfüm. Wogegen, was ich mir unbedingt wieder nachkaufe, ist natürlich von Rituals die rote Serie, The Ritual of Ayurveda. Und das ist einfach, oh, Leute, so gut. Also ich habe es euch ja schon oft erzählt. Wenn ihr es nicht kennt, fahrt mal in einen Rituals-Laden oder bestellt euch das bei Douglas. Da würde ich sagen, bestellt es euch blind, ohne nachzudenken. Ich kann euch auch unten versuchen, das zu verlinken. Da muss man nicht schnuppern. Es gibt ja wirklich so Parfüms, wo ich sagen würde, ja, testet es erstmal. Aber diese Duschschäume und jetzt im Moment, jetzt kommt ja so langsam der Herbst, benutze ich wieder diese blaue Serie. Die hat so was Hammam-mäßiges. Oh, es ist so toll. Also das ist einfach echt eine große Liebe, dieser Schaum von Rituals. Da kommt auch nichts aus der Drogerie ran für mich. Dann war ich natürlich, habt ihr ja gesehen, im Garten, wenn ihr mir auf Instagram folgt und wisst, dass wir da einen Pool haben und einen Jacuzzi und ich da immer so eine kleine Wellness für mich gemacht habe. Also deshalb ist natürlich auch der Schaum jetzt alle, weil ich den ja auch mit hatte. Ich gehe also immer erst in den großen Pool und dann gehe ich in den Jacuzzi und dann gehe ich mich immer schön duschen. Und danach muss man sich natürlich gut eincremen und deshalb habe ich zwei Body Lotions leer gemacht und zwar einmal die von Garnier, die After Sun und diese Q10 Vitamin C von Nivea, das ist ein Klassiker, die ist richtig toll und ich bin froh, dass ich diese beiden Sachen habe. Das ist eher so eine leichte, das ist was, wenn die Haut so ein bisschen trocken wird. Ich hatte das nämlich so an den Beinen durch den Pool, aber natürlich, wenn ihr euch cremt, dann ist dieses Trockenheitsgefühl sofort weg und die Haut ist richtig schön, auch jetzt noch. Der Pelz schält sich nichts, da schuppt sich nichts und man will ja auch so die Bräune so ein bisschen erhalten. Und dann nehme ich ja auch noch von Lancaster den Tan Maximizer, habe ich euch auch schon erzählt und dann seid ihr echt schön gepflegt. Dann haben wir jetzt leer gemacht, vor allen Dingen mein Kleiner, der badet total gerne und da hatte ich irgendwann diesen blauen Traum von Litamin gekauft und das ist wirklich blau. Also ich sag's euch, wenn ihr Kinder habt, genial. Also ihr müsst damit aufpassen, dass es wirklich blau, was da drin ist. Ne? Also in der Wanne färbt da gar nichts und es riecht wirklich richtig toll. Also es ist ein schöner Duft auch für euch. Also wenn ihr jetzt nicht in so einem grauen Wasser badet, weil das ist ja oft mal in der Badewanne einfach so farblos, dann ist das ein schöner Duft. Also gerade jetzt für den Herbst, wenn ihr wieder gerne in die Wanne steigt, dann ist das echt ein schönes Ding. Ich hatte Litamin ganz lange nicht gekauft. Blauer Traum, aber es ist echt schön und gerade für Kinder und das schäumt auch richtig. Ich mag das nicht, wenn man manchmal so Dusch- oder Schaumzeug da hat und dann schäumt das überhaupt nicht. Und da habt ihr richtig Schaum, ihr habt richtig Farbe und es riecht richtig gut. Dann, was ich natürlich auch wieder aufgebraucht habe, ist meine Haarfarbe und zwar die von Diadem. Habe ich euch schon gefühlt 150.000 Mal gezeigt. Das ist aber die, die ich immer wieder nehme. Die habe ich auch jetzt wieder am Ansatz. Und ich liebe die, weil die pflegt meine Haare. Ich mache auch wirklich diese Creme, die da drin ist, auf die Haare, dann als Pflegecreme. Und ich habe danach immer ein schönes Ergebnis. Also die grauen Haare werden gut abgedeckt, die Farbe hält, sie pflegt, sie stinkt auch nicht ganz so doll. Es ist eine ganz normal, es ist eine Seidencolor-Creme und es gibt da sehr schöne Farben. Sie ist nicht die günstigste, sie ist aber auch nicht die teuerste. Und ich kann sie empfehlen. Also sie macht halt so ein schönes Braun. Ne? Die werden aber ganz schön dunkel. Also das ist ja so ein Phänomen, da müsst ihr drauf achten bei eurer Haarfarbe. Die sind nicht, also ich
Eigentlich ist sie nicht ganz so hell. Also ihr seht das ja, oder wenn ihr meine anderen Videos guckt, so vom Garten und so, da ist ja das Licht relativ realistisch. Und die Haare sind schon ganz schön dunkel. Also ich weiß jetzt nicht, wie das auf hellblonden Haar, also würde ich natürlich nicht probieren, macht das bloß nicht. Aber wenn ihr jetzt braune Naturhaare habt, dann finde ich das einen schönen Ton und gerade so für die Ansatzbehandlung. Und das Letzte, was ich leer gemacht habe und euch auch noch mal kurz in die Kamera halte, weil ich es sehr gut finde und sehr günstig, ist der Bartreiniger von DM. Der riecht auch sehr frisch und ich nehme ihn sehr gerne. Der ist nicht so stark, also nicht so aggressiv. Manchmal hat man ja so Reinigungsmittel, wo man so kurz denkt, man kriegt keine Luft mehr und das finde ich halt nicht gut. Und der ist echt gut. Der hat sogar Stiftung Warentest. Gut. Also mit frische Duft. Empfohlen von Hans Grohe. Das ist, glaube ich, unwichtig, aber das ist ein gutes Zeug. Und ich glaube, der kostet 95 Cent oder 1,95 €, aber mehr nicht. Und ist eine Riesenflasche, kommt ihr lange mit hin. Und ich werde auch jetzt bald wieder zu DM fahren und mir den nachkaufen. Ich zeige euch das dann aber natürlich auch wieder. Ja, jetzt sind wir durch. Das war so das Zeug, was ich jetzt erstmal wieder wegschmeißen kann. Und ich sammle natürlich weiter. Ich hatte auch schon wieder natürlich vieles weggeworfen auf dem Land, was ich dann jetzt nicht wieder mit in die Stadt fahre, was ja irgendwie komisch wäre. Aber was ich halt jetzt hier wirklich leer gemacht habe, habt ihr jetzt gesehen. So, ich bedanke mich total, dass ihr so lange zugeschaut habt. Freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder mich kostenfrei unten abonniert. Ihr könnt auch die kleine Glocke aktivieren. Dann wird euch immer sofort angezeigt, wenn ich ein Video hochlade. Ja, dann wünsche ich euch einen tollen Spätsommer. Es ist ja jetzt noch schön warm und die Blätter sind ja jetzt, naja, so langsam werden sie herbstlich. Ihr seht es auch hier hinten bei uns. Sie sind noch grün, aber ich denke mal, wir werden die Blätter schnell, wenn es hier das erste Mal so einen richtigen kleinen Herbststurmwind gibt, dann fallen die wahrscheinlich recht schnell alle ab. Ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch alles Liebe. Tschüss und bis bald.